Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in The Marsh. Ich werde gleich mal jetzt hier die Restarbeiten durchführen, und zwar Pappeln. Unser Maisfeld, was schief ging, wo ich zu spät oder nicht reif wurde. Irgendwo war gewesen. Das wuchs nicht. Aufgrund der Tatsache, dass ich den Fehler gemacht hatte mit dem Geomod. Wechseln Geomod mitten in der Zeit ungünstig. Also macht das im Winter, da passiert nichts. Mit ans Wachstum so gut sowieso. Und von daher ist es jetzt, jetzt habe ich es gemacht, jetzt ist es okay. Jetzt mal einmal ein Feld pappeln, einfach mal so, weil Papier braucht viel Hackschütze, und das ist in meinen Augen das Beste für die Menge her jedenfalls. Ob das nachher so klappt, wie das hoffe, dass es Schneidwerk für geht, mal sehen. Also mit dem Kopf machen, ne? Normalerweise platzt man anders aus, ne? Irgendwie mit einer anderen Maschine irgendwie. Aber nehmen wir mal nicht so genau. Das muss noch reichen, die 3% hier. Oh, es regnet draußen. Herrlich, endlich Regen. Die Hitze vorbei. War ja in den letzten beiden Tagen nicht auszuhalten. Das sind Dürreschäden da. Ich hab Aussaat nicht vergessen. So, da hinten noch die Ecke. Also Unkraut hat er nicht weggemacht, ne? Das ist komisch. Die Stelle ist kahl. Ja, normalerweise wäre Gruppe, ne? So, da nochmal die Ecke da. Ja, Regen ist gut, endlich Regen. Kann man wieder nachts besser schlafen. Beziehungsweise überhaupt schlafen, ne? So, das Feld wäre fertig. Dann kommt näher, das machen wir jetzt mal zusammenklappen. Geht zum Hof, die machen wir gleich voll. Und werden dann entsprechend da Hopfen einpflanzen, also vorbereiten. Mal Z. Erste Hafer, Raps, Ölrettich, Gras, Hopfen. Feld 4, 5 und 6. Die vier Felder kommt Hopfen rein. Hopfen wird so knapp. Also die drei auf jeden Fall. Und dann mal sehen, ob ich noch weitere Felder kaufe. Und wenn ich mal Geld habe vom Bierverkauf und von Hack. Pelletsverkauf. Obwohl jetzt im Frühling, glaube ich, nicht mehr so gute Preise sind, aber mal schauen. Ansonsten haben wir noch Fleisch und Wurst. Müsste normal Schrumpf kommen, aber wie gesagt, da ist neulich erstmal Spanien geliefert. Das. Die brauchen ja auch eine Weile für. Rinder habe ich noch keine. Erstmal Dünger rein, ne? Obwohl er hat noch Zeit, Anführungszeichen. Weil, gucken wir mal sehen, dass ich was verkauft kriege, und zwar, dass man zu Geld kommt, ne? Dann können wir Bier verkaufen, da gibt es garantiert drei Ladungen. Mindestens drei. Deswegen kaufe ich auch Hopfen dazu, damit da die Produktion weitergeht, ne? Sonst ist das ja auch irgendwie blöd, ne? So, der LKW sieht furchtbar aus, den nochmal kurz waschen. Reparatur mal nicht, aber waschen, ne? Sieht ja furchtbar aus, ist ja. Ob das weit genug ist. Geduld, Geduld. Das sieht aus wie Rost hier. Das Gute ist, wir brauchen nicht so viel putzen, das geht von alleine.
Das ist typisch. Oh, geht nicht an. Jetzt wird Abend. So, auf zur die Brauerei, ne? Tracking ist aus. Maus geht aber auch nicht. Technik. Das ist ein Verzweifeln. Ups, nicht darauf fahren. Aber so geht's ja auch mal, ne? Die Sachen in. Ja, würde gehen. Aber wie gesagt, ich kann Kopf und Auge nicht so nicht machen und mit der Maus auch nicht. Das ist wahrscheinlich wieder ausgefallen. Halt, Power ist da hinten. Dann brauchen wir 2-3 Ladungen. Dann haben wir unsere Millionen, ne? Weil wir weitere Felder kaufen müssen. Zumindest, wenn die Aussaat losgeht. Noch ist ja ein bisschen zu kalt. Dass wir da voll loslegen können. Das ist natürlich jetzt blöd. Na, gehen wir wieder Steuerung rein über R. Über Strein Geo, wie den Kreis hier. Es sei ja, das müsste ja eigentlich mit einem globalen Markt anhängen. Ne? Müsste eigentlich. Aber wie gesagt, hier muss irgendwas sein, was zerstört. Oder ich habe es ja von dem Arsch schon nicht probiert. Beim Ausladen. Ne? Oh, schöne Bäume. Holz habe ich auch noch so liegen, ne? Also. Stunden nach Stunden machen wir erstmal nicht. Das hat ein bisschen. Ach so, Bäume pflanzen wollte ich noch. Mensch. Bäume. Ah, der Frühling hat ja zum Glück viele Tage. Von daher. Ja, das ist der Hänger, den ich gesucht habe. Nase juckt. Oh, ein Bart hier. So, guck mal. Streng G. Oh, hi. Bierkästen. Oh, fast voll. Maximum. Erzeugen. Und Bierfass. Auch fast voll. Maximum erzeugen. Zurück. Und. Gleich nochmal gerade schön stehen hier. Brauch nicht mal aussteigen, Mensch. Das hat ja auch Vorteile. Ne. Nicht rausgehen. Ja. Also noch einmal, ne? Hier öffnen. Bierkästen. Bierfass. Boah, haben wir mehr. Oh. Das wird sehr viel fahren, können wir hier. Also. Da können wir sehr viel fahren. Nicht aus. Da. Bitte verrückt. Meine Geldquelle. So. Wo sind die hin? Ja, noch einmal haben wir noch. So, Bierfass. Maximum und erzeugen. Gut, haben wir jetzt. Dritter Versuch. So, wer hat am besten, wer zahlt am besten? Da nur noch wissen. Wer zahlt am besten für die Fässer? 2-2. Edeka. Das lohnt sich richtig. Boah. Ist gerade wieder ein bisschen
Ja, die Fässer. Wenn die Fässer loser liegen, dann ist es ein Problem. So. Edeka. Edeka, ich komme. Du kriegst eine richtige Fassladung. Bestimmt eine halbe Million. Wenn wir brauchen. Ein bisschen schon das zurückzahlen nachher gleich, bevor die Nacht herkommt, 0 Uhr. Und die Banken und Zinsen abschwatzen wollen, ne? Habt ihr vergessen nicht. Mann, dann wollen wir Bier verkaufen. Und dreimal fahren. Blocking, Gere, ach, da liegt gerade rein. Einmal ist ja Gerste für, weiß ich genau, Professor oder umgekehrt, jedenfalls ist beides getrennt. Edeka, ich komme, gib Bier. Cola-Werk gibt's keins. So, Zeit, 11. Man nicht überziehen die Zeit, ne? Mein gut, das war ja immer noch im Rahmen. Halbe Stunde soll man nicht machen, das ist zu viel. Schlecht für die Statistik. Da muss ich viel nachfügen, nacharbeiten. Kommen wir hier rum? Ich glaube ja. Hier braucht das Land. Vielleicht nochmal einen Schwung. So. Und. Z. Klingelt die Kasse. Genau drinnen, ne? Ja, das passt. Fahren wir gleich wieder zurück zur Brauerei. Hol noch einen Schwung. Das sind Mengen. Junge, ich habe noch viel Milch in Thüringen. Eine halbe Million Liter. Wahnsinn. Ja, die muss man noch globalen Markt gefahren werden. Also so ist das nicht. Also, das ist nicht vorhanden. Ne? Also, dann, oh, hier dann mal Milch verkaufen, Milchprodukte verkaufen. Wieso hat dann Streifen so gelassen? Das ist jetzt Schlachthof. Da wollen wir nicht hin. So. $350,000. Ja, ich dachte schon ein bisschen mehr, aber gut. Gut, was soll's. Nehmen wir auch. Wie gesagt, spätestens sobald die Bodentemperatur ein bisschen steigt, aktuell haben wir 3 Grad. Gegenverkehr. Dach. Die erste war voll gewesen. Ich dachte schon, es wäre alle gewesen aus dem Lager. Wir fahren nochmal Fässer, das ist auch nichts. Wasser war auch voll gewesen, von daher arbeite ich noch eine Weile. Muss man eigentlich normalerweise sehen, dass wir hier nochmal Hopfen kaufen. Weil so schnell schieben wir keinen Hopfen hier. Von der Ernte. Können wir gleich machen, ne? Das eh drin im Menü. So, das nicht. Streng G, können ein bisschen üben. Die Öffnung hat schon mal geklappt. Hier Fass. Maximum Zeugen. Dann Hopfen. Maximum kaufen. Ja, nutzt ja all nichts, ne? Warum sich hier kleckern, ne? Denn Bären und Blödsinn. Wenn wir 40.000 kaufen. Die müssen doch sowieso Bier herstellen, unser Wasser veredeln und natürlich auch unser Weizen und Getreide.
doch leider mal erzeugen. Das war ganz gut. Hätte nicht gereicht, haben zwei gefehlt, aber Bierfass und Maximum. Dann können wir noch einmal fahren mit Kästen und zweimal fahren mit Kästen. Voll. Auf Edeka. Edeka wird noch einen Schwung haben. Ich kann hier eine Weile arbeiten. Ne? Hopfen haben wir jetzt voll. Halb voll. Ne? Vermögen ausgegeben dafür. Aber gut. Sonst hätten wir warten müssen bis zum Frühling. Das ist ungünstig. Bis zum Herbst. Wirklich bis zum Herbst. Also. Das will ja keiner, ne? Das ist ja unser Getreideprinzip. Totes Geld, da kann man auch immer mal kaufen. Schade, dass man so nicht kaufen kann, ne? Im globalen Markt oder so, ne? Aber ja, man kann nicht alles haben. Das ist auch so unberechenbar. Man weiß ja nicht, ob einer kauft und so. Das ist ja schwierig. Da müsst ihr wieder den privaten auf den öffentlichen machen. Und dann weiß ich auch nicht, ob das Hopfen hier reinpasst in der Brauerei. Das hat mich auch noch hinzu. Standardfrüchte ist alles kein Problem, da geht alles, aber die Modfrüchte wird schwierig. Anführungszeichen. Bevor wir uns da in den Nessel reinreißen und was kaufen, was wir dann hier nicht verwerten können. Vor allem müssen wir los, wenn er gut verkauft, kriegen wir schon. Oh, das hat er hier was stehen lassen. Wieso? Wieso? Ich hab das. Ist da nicht drin im Hauptpunkt? Er wackelt. Da können wir ein bisschen rangieren jetzt und ranfahren. Na, der will nicht verkaufen hier. Mit dem Schieben. Geht ja nicht. So. Der will nicht. Okay, dann wollen wir mal abladen. Wieso neulich weiß, das weiß ich nicht. Doch. Set. Jetzt besser drin. Jetzt fahren wir nochmal zurück zur Brauerei und holen uns mal die Bierkästen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter mit Bierkästen. Dann noch tschüss und ciao, ciao. Ja, bis dann. Tschüss.